Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator auf Minibrunn. Wir versuchen gerade unsere Hühner zu versorgen, die ich mit dummerweise angelacht habe. Und das ist ein IT-Runner. Das heißt, ich Trottel darf wieder zurückfahren. Oh, das wird eine echte Chaos-Staffel. Das wird eine echte Chaos-Staffel. So. Das wird eine Chaos-Staffel. Also, wir holen jetzt den IT-Runner, dann holen wir das Wasserfass. Und dann sehen wir mal, wo wir dieses Fass aufgepumpt bekommen. So. Nein. Den wollten wir abkoppeln. Und jetzt können wir nämlich hiermit das Wasserfass holen. Stimmt's? Ja, stimmt. So. Wow. Okay. Ich denke mal, wir werden das Wasser von dem See da holen müssen. Außer hier gibt es irgendwo ein Schild mit der Aufschrift Brunnen. So, wie kriege ich denn die jetzt rangiert? Mitlenken, gegenlenken, mitlenken, gegenlenken. Gut. So, und jetzt. Oh ja, klappt doch. Warte. X. So. Und während der auflädt, gucke ich mal auf der Karte. Steht hier irgendwo was vom Brunnen? Nö. Gut. Dann werde ich jetzt zu dem Dings hier fahren. Okay, so. Und Feuer frei. So. Wieder nach unten gehen mit der Kamera. Damit ich hier nicht wieder nur Bäume sehe. Und dann mal schauen, wo dieser See ist. Ah, die sehen Brunnen. Sehr gut. Da ist eine Pumpstation, das heißt, wir brauchen uns keine großen Sorgen machen. Befüllung starten. Mit frischem Quellwasser. Perfekt. Okay, Wasser haben wir.
Ups, hier ist ja gar nicht meine Hofeinfahrt. Aber egal, hier ist mein Hof. Und da ist mein Stall. So. Und wenn ich jetzt hier hinfahre und R drücke, warum kann ich das Wasser nicht auffüllen? Ach, ich muss noch weiter zurück. I? Das maximale Fassungsvermögen reicht aus, um die Tiere 10 Tage zu füttern. Ja. Und das sagt mir was? Dass sie voll sind? Woran sehe ich denn das? Produktivität 0%. Stand, Sauberkeit 100%. Weizen, Gerste 0%. Hühner brauchen eine saubere Fütterstelle mit Futter, Weizen, Gerste. Wie? Kein Wasser? Ah, warum sagt mir das keiner? Warum sagt mir das keiner? Na gut. Sauberkeit 100%, Nahrung 0%, Produktivität. Okay, also hat sich das erledigt. Das heißt, ich kann das Ding hier in die Ecke stellen, bis ich Kühe oder Schweine habe. Dann brauchen die Hühner nur Weizen. Ich kenne jemanden, der hat ein ganzes Feld voll davon. Heißt, wir stellen den Laden hier mal ab. Toll, wir haben jetzt ein Fass voll Wasser. Wir haben Geld ausgegeben. Wir haben nur 75.000 auf dem Konto. Und wir haben noch nichts erreicht, was Sinn ergibt. So. Weil wir brauchen noch einen Erntecontainer. Warte mal, erstmal gucken nach unserem Feld. Das hat kein Unkraut, das ist gedüngt und alles. Das ist im Wachstum. Das heißt, ich sollte eigentlich meine Geschwindigkeit hochdrehen, damit wir nächste Folge ernten können und schon mal einen Absetzcontainer kaufen. Ja, Entschuldigung. Noch mehr Geld kaufen. Ha. Da will ich hier den ganzen Laden aufkaufen und übernehmen und gebe Geld aus für Zeugs, was ich nicht brauche. Ich glaube, als erstes sollte ich hier die Straße aufkaufen und die ganzen Bäume fällen. Ich sehe hier nämlich nichts. So. Moin, Kollegen. Ich hätte gerne. So. Ich hätte gerne, was hat er gerade gesagt? Ein Absetzcontainer. Wo finde ich denn den? Zurück. Marken. Das war ein Lizard. So. K. L. Lampkin, Liebherr. Lizard? Ah, hier gibt es eine ganze Hühnerstelle. Oh Gott. Ach, hier gibt es ja auch Hühnerfutter. Ah, der würde mich doch interessieren. Mit den Wechselbrücken.
Klicker, 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 Klick. Da ist er. Ein Container. Kaufen. Danke. Und was mich auch noch interessiert, ist... eine Eierpalette. Mit dieser Palette können Sie Eier von der Hühnerweide legen Sie die Palette in die Ladefläche und statt einer Kiste werden die Eier in diese Palette geladen. Kaufen. Okay. Zurück, zurück, zurück. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt hänge ich erstmal den hier an. Dann. Nein. So. Drücke ich einmal X. Mach die Klappe auf. Und jetzt darf ich mir den mal ausborgen. Danke. Alles klar. Vielen Dank. So, jetzt machen wir da hinten den Laden wieder zu. Sehr gut. Und jetzt laden wir das Ganze auf. So. Hoffentlich kann ich die Palette mit der Hand tragen. So, jetzt x'en wir den wieder auf. Und jetzt steigen wir mal aus und gucken mal, ob wir diese Palette hier runter wuchten. Oh komm, die ist doch leer. Darf ich die nicht anfassen? Ach, Freunde, wie mache ich das jetzt? Ha, ich weiß was. Es war nicht die feine englische Art. Aber ich hole jetzt den Kran. Wow! Du klappst mal auf und ich gucke mal.
Hier sieht noch alles top aus. Gut. So. Ah, klappt doch schon wunderbar. So, jetzt. Ah, blöde Perspektive. Ha, da soll doch mal einer sagen, dass das nicht funktioniert. So. So und absetzen. Aufmachen. Nein, aufmachen. Aufmachen. Hoch. Und X. Klappt doch wunderbar. So. Ich bin begeistert. Okay. Oh. Habt ihr das gesehen? Gelb. Warte mal, wie. Das ist der hier, wa? Wenn ich den jetzt x'e, dann geht die Klappe zu. Okay. So. Unser Getreide ist erntereif. Das bedeutet, in der nächsten Folge werden wir unseren Weizenfeld ernten. Werden dann die Hühner auffüllen und den Rest vom Getreide verkaufen. So. Sieht doch gut aus. Erntereif? Gedüngt? Kein Unkraut? Super. Das heißt, wir können ernten, unsere erste Ernte. Okay, wir haben ja nicht mal ausgesät, aber ist egal. Die gehört uns. Und deshalb sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, was dann morgen ist. Da wird der Mähdrescher eingeweiht. Und bis dahin, macht's gut und see you later.